Ich hoffe mal, ist alles so okay. Ach da, Play. Play drücken. Oh. Shaky, 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 shaky. Oh, zum Glück ist das nicht VR, da wäre sowas von übel. Kann ich den aufmachen? Ich kann meine Füße sehen. Na schön, wenn man sich selbst sehen kann. Oh, ist das weird. Was ist mein Objective eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ui, schöne Wand, schöne Wand. Wieso hat das Metallrohr die gleiche Textur wie die Wand? Gleiche Normal mit drauf gedatscht. Ich weiß ja nicht, ob ich den Aufzug nehmen will. Kann ich nicht irgendwie. Kann ich bei meinem Nachbar klopfen? Oder bin ich gar nicht bei mir zu Hause? Vielleicht fangen wir unten oder oben an? Wir fangen oben an oder auch nicht. Ach doch, okay, ich muss näher ran zum draufdrücken. Und dieses Kameragewackel ist das echt ultra weird. Ja, du Kollege. Das ist die 1. Ich habe 10 gedrückt. Ja. Okay. Kann ich? Danke dafür. Ist der jetzt weg? Hier schläft anscheinend irgendeiner. Ah, tipp, tipp und das bewegt sich. Ja, da ist der Fahrstuhl. Da gibt's. Aufheben kann ich hier nichts. Jenny, ja, du sollst jetzt mal weiter schwenken. Dahin. Oder die metallene Tür. Ja, gut. Okay, jene ist offensichtlich nicht. Kann ich hier das Tropfen ausmachen? Kannst du den irgendwie. Nee, kannst du nicht. Wie weit kann ich denn sehen hier? Ach, hier ist ein Lichtschalter, oder? Ah, der Generator ist kaputt. Ja, aber ich sehe halt nichts. Schwierig. Sehe ich in eine andere Richtung mehr? Nur der so geht auch nicht. Ich kann den Schlauch nehmen. Nee, ich kann auch den Beutel nicht nehmen. Muss ich jetzt blind durch das Ding laufen? Das ist ja schwierig. Wenn man jetzt sieht, wo man hinläuft. Geht es hier eigentlich weiter? Nee, der bleibt jetzt hier stehen. Links und rechts kann ich ja nicht. Nö. Okay. Ausschlussverfahren. Ja, die war ja zu. Das ging ja auch nicht mehr. Nö. Kann ich den noch ein Stückchen weiter nach. Nee, wenn ich den jetzt noch weiter mache, guckt es nach unten. Das ist das Weiteste, was ich hier reinsehen kann. Ach du meine. Da sehe ich ja gar nichts. Ach doch, guck mal. Bisschen was sehe ich. Oh. Dem Harald geht's gut. Nee, der Harald rennt bei mir auf der Wiese rum. Dem Ferdinand. Oh, Ferdinand, du musst mal duschen. Okay, offensichtlich hier, wo das Licht ist. Das ist ein Feuerlöscher, kann ich mitnehmen, ihm als Waffe nutzen. So, falls ist da noch jemand? Oder ist das Müll? Das sind Zigarettenstummel, glaube ich. Kann ich den aufmachen? Nö. Das hört sich sehr unappetitlich an.
Nicht die Lampe mitnehmen. Ah, guck mal. Schau mal einer, guck. Jetzt sehe ich auch, wo ich hinlaufe. Das kann ich gar nicht leiden, wenn ich nicht sehe, wo ich hinlaufe. Ich bin überall drüber voll. Das ist Müll. Da hat Ferdinand seinen Müll verloren. Okay. Ah, dann kann ich vielleicht jetzt dadurch, wo ich nicht durch konnte. Oh, Digga, erschreckt mich mal. War das Ferdinand? Ist der jetzt aufgestanden? Ne, der liegt noch da. Ich bleib auch schön da liegen. Hier ist eine Tür. Ja, gut. Das hilft mir jetzt relativ nix. Bleibst du liegen? Ich befürchte, du bleibst irgendwann nicht mehr da liegen. Aber das ist ja nicht Resident Evil oder so. Hast du dich magischerweise selbst repariert? Ja, du bist auch nicht. Das kann ich nicht ausschalten. Dieses Tropfen nervt mich. Ach mein Herr, jetzt gehen sie hier auch lang? Na gut, das macht Sinn, sonst verlaufe ich mich ja komplett und finde nie wieder den Weg nach draußen. Es ist zu. Hier ist ein Schild. Hier ist ein Verrückter, der ist 2,50 Meter hoch. Also da war schon mal der Kollege nicht. Der hat nämlich direkt da reingepasst. Obwohl, es können 2,50 Meter sein. Hat er das? 30? Und hat Schnitte überall auf dem Körper. Ein was? Ach, ein Homeless, ja. Ein Heimatloser, ja. Ein Penner, der versteckt sich hier in verschiedenen Wänden, abgelegenen Gebäuden. Hier, vielleicht war der gerade. Den haben wir einfach gestört. Der will einfach nur hier in Ruhe schlafen und wir rennen hier durch die Gegend. Ist aber auch nicht sehr nett. Lass den armen Mann schlafen. Das ist eine Coca-Cola-Dose. Ist hier irgendwo ein Schlüssel, dass ich den finde? Muss ich den Schlüssel finden für die Tür? Eine Bierflasche? Wir haben sein Mittagessen. Ja, soweit so nix. Mütze. Hier ist noch ein Brett. Ist hinter dem Brett was? Kann ich das wegschieben? Nö. Kann ich da durch? Ich gucke. Ja, hi. Vielleicht hat er uns die Tür ja aufgemacht und ich brauche einen Kuhfuß. Na, guck, er hat aufgemacht. Aber er will uns helfen. Er ist doch eigentlich ein ganz netter Kerl. Guck hier, folgen ihm mal. Oskar will uns helfen. Ist das die andere Tür? Hi, Oskar. Ich laufe jetzt einfach mal hier vorbei und lass dich da in Ruhe Dinge tun. Hi, na, wie geht's dir? Oskar bleibt schön da drin und erschreckt mich nicht nochmal. Ist abgeschlossen, oh, wie unpraktisch. Okay, hinter der roten. Okay, ja. Nee, ich habe den Code noch nicht gefunden. Hinter dem roten Schrankgedöns. Bist du immer noch da? Tust du deine Dinge? Nee, er tut seine Dinge nicht mehr. Er ist verschwunden. Er ist 2,50 Meter. Weit kann er nicht gekommen sein. Und der Fahrstuhl, so heißt das. Den funktioniert auch nicht. Aber ich kann dieses nervige Wassertropfen nicht ausschalten. Dreh doch an dem Ding mal. Ist immer noch zu. Was gerade noch ein bisschen, aber ich brauche eine Kaffeepause, ja. Ja, heute geht es mir nicht so prickelnd. Ich habe Unterleibsschmerzen, deswegen mache ich heute mal nichts in Unreal. Ich spiele einfach mal ein paar Spiele. Mal ein bisschen entspannen. Oh, weiß, nervt mich dieses scheiß Wasser. Schalte es ab. In welche Richtung war jetzt nochmal der rote Schrank? Ich glaube in die Richtung. Da waren, glaube ich, zwei. Nee, da ist eine Wand. Eine Wand ist kein Schrank. Oh, er hat ihn umgeschubst.
Der arme Ferdinand. Oder Freddy? Irgendwas mit F hatte ich dich benannt. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube Ferdinand. Oskar, wo steckst du? Hier ist noch eine Tür. War die vorhin auch da? Ja. Die Tür war vorhin da. Und dann müssten hier zwei Schränke kommen. Und hinter einem? Achso, das war der Müll. Hinter einem Schrank? Wahrscheinlich nicht der. Kann ich dich da wegschieben? Es war hinter einem Schrank, sollte ein Code sein. Ich kann auch nicht gucken. Ach, da! Gibst du das auf? Oh, der ist auf dem Kopf. 1990. Ja, gut. Das kann ich mir merken. Die Schweine sind ja immer noch witzig. Ja, ich habe ja nichts weiter dran gearbeitet seit gestern. Ich hatte heute echt nicht den Kopf dazu, irgendwas zu tun. Oskar! Bleibst du da liegen? Ferdinand bleibt liegen, okay. Hier dann? War das hier mit dem Schloss? Ich bräuchte die Karte, ich weiß den Weg nicht mehr. Ey! Der ist zu. Du kommst nicht rein. Ne, hier war es nicht. Hier hinten war es. Die Geräusche sind schrecklich. Ist da jetzt jemand oder nicht? Ja, würdest du bitte das Ding schieben? Ja, wie mache ich? Ach so, mache ich das. 0991. Danke. Ah! Gib das auf. Nee, das hier brauchte ich. Kuhfuß. Säge nehme ich aber auch gern. Für den Fuß Kuhfuß geht schneller. Kann ich mich auch wehren. Zieh ich einfach einem über. Wie ein Half-Life war das mit dem Kuhfuß, oder? Doch, Half-Life hat man ein. Ey, der hat die Tür aufgemacht. Ist hier eine? Nö. Ja, setzen wir uns mal auf den nicht verdächtig dastehenden Stuhl. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Mich hier hinsetzen? Nö. Haben wir hier noch einen versteckt? Sind jetzt zwei Leute hier rumlaufen? Und dann muss ich hier lang. Nee. Ach, da! Zack, guck mal, ich kann zaubern. Die komplette Wand weggemacht. Ja, und würdest du jetzt auch bitte? Ach, da. Funktioniert das jetzt? Noch irgendwas drücken? Den Rotschalter, der sieht so unauffällig auffällig auf. Nee. Geht jetzt der Strom? Da leuchtet was. So, so Poster. Guck mal, da ist Oskar. Oh, guck mal, da ist Oskar. Da war Oskar. Ist nicht nett von dir. Geht jetzt der Fahrstuhl wieder? Hi. Willst du mit? Du lächelst so schön. Bleibst du da? Du bist ziemlich groß, weißt du das?
Hast du ein Geschenk für mich dahinter? Oder ist das eine Axt? Ja, ist ein Messer. Ich nehme den Freitod. Ich laufe einfach. Das ist nicht die richtige Richtung. War hier nicht eben der Fahrstuhl? Hör auf so zu wackeln, ich finde den Weg nicht. Drück irgendwas. Okay. Ich glaube, er war die falsche Richtung, aber es hat ihn anscheinend nicht gestört. Sei ein netter Mörderer, der wartet, bis ich abhauen kann. Der steht nur da mit seinem Messer. Weil er wäre mir echt gestört. So ein Obdachloser, der hat sich da oben eingenistet und wundert sich, wer sind wir eigentlich? Der hat so gar keinen Bock auf uns. Wir wollen ihm sein Essen klauen oder so.